Denn Mr. Speedfinger hat heute Folgendes vor. Er wettet, dass er es schafft, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Der nächste Eintrag aus Erfurt ist ein Applaus wert, oder? Das Ganze dokumentiert wird dann wirklich zum Guinness-Buch zur Kommission geschickt. Deshalb haben wir die Kameras hier. Für euch haben wir hier diese Uhr. Bitte erklär mal, wie viele Anschläge, in welcher Zeit und wie genau, damit das Publikum weiß. Denn ich kenne noch Schreibmaschinenanschläge, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wird auch ganz anders gezählt. Wie soll es laufen? Also sehe ich hier mit der Schreibmaschine, nur dass ich es auf dem Klavier mache, mit der linken Hand. Es gibt einen Weltrekord aus dem Jahre 1994 von einem Schweizer Pianisten, Nigo Prina, der hat das mal versucht und hat den Rekord geschafft, 608 Anschläge in einer Minute mit der linken Hand. Und ich versuche heute ein paar mehr Anschläge hinzubringen. Also mehr als 608. Also mehr als 608 Anschläge in einer Minute. Ihr könnt euch jetzt mal ausrechnen, was das in einer Sekunde ist. Ich nehme einfach nur mal, wenn ich hier so... sieht aus wie und klingt auch so. Das war schon gut. Lieber Jürgen, ich hab dich auch so gern. Wir wollen gleich nach dem nächsten Titel nochmal mit euch sprechen, denn ihr wart natürlich auch wieder unterwegs in New Orleans. Zuletzt ja auch in meiner Sendung Erfurter Nachtschwärmer. Da sind sie auch im Internet zu sehen. Bei YouTube sind sie auch und haben gespielt. Und da erzählt ihr unseren Leuten, unseren Gästen, die nicht dabei waren, nochmal, was in New Orleans los war. Ihr wart beim French Quarter, das ist das größte Musikfestival, was da am Start ist. Habt viele Musiker und Mucker kennengelernt. Such noch vor, dann willst du es machen, lieber Hans-Jürgen. Wollen wir jetzt mal starten? Okay, bevor es losgeht, vielleicht ganz kurz zu dir, Mascha. New Orleans, viele, viele Künstler, viele, viele Bands. Und ihr musstet auch keinen Ausweis zeigen beim Bier holen. Oder das Schöne war, in Deutschland musstet ihr keinen mehr zeigen. Das Schöne war, dass wir in New Orleans am Flughafen einen Ausweis zeigen mussten zum Bier holen. Wie viele Tage wart ihr da unterwegs? Also ich habe mich erstmal bedankt beim Personal. Danke. Nochmal von dir aus, danke. Aber sieht ja auch aus wie frisch gelüftet, oder? Eine Woche in New Orleans entschädigt für alles. Also wir waren 8 Tage unterwegs. Wie viele Leute waren auf dieser Quarter Mile, auf diesem größten Musikfest in New Orleans? Also auf dem dieses Jahr waren über 500.000 Besucher, nur für das Festival, also nicht in New Orleans, sondern seit 3 Tagen dazu. Und das Tolle, worauf ihr euch richtig einbilden könnt, es waren nicht 10, 100, 50, sondern wie viele deutsche Bands und ihr wart dabei? 3. 3 deutsche Bands in New Orleans und die Jungs waren dabei! Axel und Mascha, so Axel. Dem haben wir es schon erklärt. Das Schöne ist, das Tolle ist, sollte er es heute nicht schaffen, wir spielen natürlich danach noch Musik für euch, sollte er es heute nicht schaffen, morgen kommt so ein großer öffentlich-rechtlicher Sender mit 3 Buchstaben, die kommen hier auch auf die Bühne, der NDR, und die werden dir dann nochmal die Möglichkeit geben, denn das Ganze muss natürlich ins Journal, ist ganz klar. Und deswegen haben wir jede Menge Medien hier dabei und hier hinter uns steht der Jeffrey von der Stadt und der wird das Ganze filmen, denn das wird eingeschickt zur Kommission, denn 608 Anschläge in einer Minute. Weiß gar nicht, ob das menschliche Auge das vermag. Mascha kann es wohl, denn er wird die Anschläge zählen. Also jeden 16. Warum macht er das so für die Zuschauer? Also ich erkläre es mal ganz kurz, ich versuche einen Boogie-Boogie-Style zu spielen, es geht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber es ist einfacher, 2 zusammenzunehmen und als 1 zu zählen. Also 16 ist 1 praktisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da zählen wir nochmal 1. 1, 2, 1. Applaus für die Hand und er hat noch nicht mal angefangen. Mr. Speedfinger. Also, wenn ich 38 schaffe, dann habe ich den Rekord eingestellt, den Weltrekord. Und wenn ich 39 schaffen soll, dann habe ich einen neuen Weltrekord. Das wollen wir probieren. Er hat natürlich 3 Versuche. Er hat gesagt, er will es mitmachen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, hat er einen zweiten Versuch und dritten. Und du wirst zählen, Mascha, nimmst das Mikro, wirst laut zählen. Wir machen das so, ich werde anzählen auf 1, 2, 3, 4. Und dann geht es los. Genau, das war die Probe. Ja, lieber Mascha, da hinten ist die Uhr. Ich komme mal auf deine linke Seite. Also einfach mal alle, die Hände hoch, die denken, dass er es schafft.
Und jetzt alle, die denken nicht. Ja, es sind ein paar, okay. Die Zweifler dürfen gern ganz nach vorne kommen, sich das anschauen. Auch die, die sich an den Kopf zwicken, völlig egal. Wir gucken es uns einfach an, es wird funktionieren. Wir drücken dir riesig die Daumen, er macht sich noch ein bisschen warm. Wann bist du eigentlich auf die Idee gekommen, so eine Geschichte zu machen? Ja. Super, ja. Also ich spiele ja gerne Boogie-Woogie, ich bin ja freiberuflicher Boogie-Woogie-Spieler. Hab das vielleicht mal gelesen, aus Spaß probiert und jetzt versuche ich es einfach zu probieren. Okay, ihr seid live dabei, hier beim großen New Orleans Festival. Matscha, du bist soweit. Die Stoppuhr ist auch soweit. Du bist warm. Okay, dann bring dich in Position. Ich zähle ein und auf vier legst du los, Matscha. Okay, dann wir drücken die Daumen. Ich drücke die Daumen. Kurze Konzentration. Und. Okay. Ich zähle an. Eins, zwei, drei, vier. Müsste reichen. Haben wir einen Rechner hier? 102 mal 16. 102 mal 16. Sind 1632. Warte mal. 102 mal 8. Warte mal, ich schreibe es mal in meinen Rechner. Ich schreibe es mal in meinen Rechner. 102 mal 8. Ich wundere, dass du dein Handy schon wieder halten kannst. Hey, ja, geht. 51 816. 816 Anschläge! Und damit neuer Champion und Weltrekordhalter im Boogie-Woogie-Einschlag! Jürgen Akum alias Anze! So sehen Sieger aus! So sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Ist das schön, oder? Also, wir fünf. Hättest du es gedacht, gleich beim ersten? Ja, ich freue mich. Bescheid mir ist, aber du bist jetzt noch nicht abgelöst, denn ihr spielt jetzt noch was, oder? Ja, wir spielen weiter. Also ganz normales Programm. Schön, Boogie, Boogie.